Und damit willkommen zurück zu Darkseid Detective. Das letzte Mal haben wir alle 6 regulären Fälle gelöst. Und zwar hatten wir erst das Mädchen, was in dem Haus verschwunden war. Dann diese Bibliothek, wo Geister auf einmal umherirrten. Dann diesen Geisterzug von der Darkseid. Das waren Geister, das waren kein Geister, das war ein Darkseid-Zug, Entschuldigung. Geister und Darkseid ist was Unterschiedliches. Hier waren die Gremlins los. Hier war dieses Monster gewesen und Dawn of the Dead waren diese Untoten mit der Darkseid. Und es gibt jetzt eben 3 Bonus-Episoden. Ich würde sagen, wir fangen mal mit By Heart an. Heiligabend ist die perfekte Zeit für Last-Minute-Einkäufe, nicht wahr? Ach, ist das schade. Das hätte ich zur Weihnachtszeit perfekt machen können. Nun gut, starten wir mal. By Heart. Woo, Weihnachten! Dulli, ja! Perfekt für einen Last-Minute-Urlaubseinkauf. Als ich ein Kind war, bedeuteten Urlaubseinkäufe, neue Badehosen für den Strand zu kaufen. Batz? Was Bass? Als du ein Kind warst, dies, das, alte Leute, gehen wir zum Weihnachtsmann! Twin Lakes Einkaufspassage. Parkplatz? Komm, wir gehen jetzt mal zum Parkplatz. Das ist nicht die Zeit, um zum Auto zurückzugehen. Also gehen wir mal rein. Malbot 5000. Halt, Käufer! Was ist der Grund deines Besuchs? Nein, halt, Käufer! Was ist der Grund deines Besuches? Einkaufen. Einkaufen? Zu welchem Zweck? Ganz klar, Last-Minute-Weihnachtsgeschenke. Eure Geschichte stimmt. Denkt daran, ich bin das Gesetz hier und meine Kameras decken 26% des Platzes ab. Nicht alles passiert, ohne dass ich etwas davon mitbekomme. Okay, alles gut, Malbot. Was ist ein Mülleimer? Dulli, steig da nicht rein. Oh, plötzlich sind wir also zu fein, in Tonnen zu wühlen. Nun gut. Eine schöne Winterdekoration. Das ist ja echt ärgerlich, die Weihnachtsepisode jetzt zu spielen. Ich glaube, wenn das jetzt kommt, die Folge ist es Ende Januar. Nun gut. Dekoration. Sie haben dieses Jahr wirklich alles gegeben. Ich weiß, viel besser als der Pappbaum mit nur einem Licht vom letzten Jahr. Man kann bei dem richtig das Plastik riechen. Oh. Okay, Dulli ist etwas anders. Dann der Überwachungsbot. Warnung, begeht kein Verbrechen, Käufer. Ein Verbrechen ist für das Leben, nicht nur für einen Urlaub lang. Alles klar. Dulli, was hast du denn fein zu sagen? Ich liebe Weihnachtsmusik. Ich weiß, Kumpel, du spielst sie seit Halloween im Auto. Ja, du hast recht. Ich habe dieses Jahr ziemlich spät damit angefangen. Stell dir vor, Last Christmas schon. Seit Oktober. Und was? Kann ich eins davon zu Weihnachten haben? Auf keinen Fall, Mister. Letztes Jahr wolltest du einen Roboter und dann hast du dich nicht mehr um ihn gekümmert. Ich durfte ihn dann für dich baden. Hey, deswegen ist er durchgebrannt. Können wir noch mal kurz rausgehen? Ich will wissen, wer was ist. Da geht es nicht zur Krotte vom Weihnachtsmann. Na gut. So, Infopunkt. Zum Glück gibt es hier eine Karte. Immer noch Rechtschreibfehler? Und diese Orte sind riesig. Ich verlaufe mich jedes Mal. Dulli, die Einkaufspassage ist nur 20 Bildschirme groß. Oh, 20 ist aber relativ viel, oder? Gut, Rolltreppe. Was? Warum ist die Grotte so weit drin? Wenn sie hier wäre, wären wir schon da. Dulli, wohin zuerst, Detective? Nun, im Erdgeschoss ist die Fressmeile, der Brunnen und die Spielhalle. Oben sind die Läden und das Kino. Grotte und Weihnachtsmann sind hier drüben. Kommt schon, Leute. Ich würde sagen, wir gehen erstmal weiter zur Grotte. Fotobombard. Denkst du, was ich denke? Du weißt es. Fotobombe. Unisono, sehr schön. Oh, hübsch. Esel. Komm, Achievement. Gibt's auch ein Achievement. Ja. Okay, Achievement habe ich gekriegt. 4 immer beste Freunde. Ach, ist das nicht schatzallerliebst. So, Fressmeile. Genau, gehen wir zur Fressmeile mal. Zeitungsstand. Eine kostenlose Ausgabe der Twin Lake Times. Besorgt mir eine, ja? Ich möchte die Sportergebnisse lesen. Wir haben eine Zeitung. Die Sportnachrichten der Woche. Ich soll das wahrscheinlich untersuchen. Eigentlich. So, was haben wir im Menü? Hotdogs, Burger, Putenschenkel. Das klingt alles so köstlich. Ich weiß nicht, was ich bestellen soll. Agnes! Ach! Er kann... Nee. Ihr könnt alles ignorieren. Haben einen Topf.
Okay. Was? Jetzt ernsthaft dieses Wintervergnügen. Wie ist er gewürzt? Weiß nicht, kann nur ein Topf sagen. Ich nehme nur eine Limonade. Hab nix Limo, hab nur einen Topf. Blubbernden Eintopf. Ich hätte nicht gedacht, dass das möglich wäre, aber ich habe meinen Appetit verloren. So. Mit Agnes reden wir mal. Agnes, was machst du denn hier? Ich hier arbeite, denn Lager ist geschlossen. Das Camp schließt. Ich muss ein paar Anrufe machen. Devin. Er wird jeden Moment hier sein, richtig? Nein, Devin, wird er nicht. Das heißt, Weihnachtsverzichtsabzeichen. Yay! Oh Gott, die armen Kinder. Wenn Onkel Patrick stehen bleibt, um zu essen, kommen wir nie rechtzeitig zur Grotte, um den Weihnachtsmann zu sehen. Unabhängigkeit, yay. Moment. Achievement. Denk an vernachlässigte Pflicht. Oh, wir kriegen Achievements. Das gefällt mir. Ich hatte keinen Hunger, bis dieser Screen geladen wurde. Okay, was haben wir hier? Norman. Eierflip gefällig, mein Freund. Wir haben alle Varianten. Eiergeschmack, Flipgeschmack, Milchgeschmack. Eierflipstand. Milchige Eiflüssigkeit. Der Geschmack der Feiertage. Eierpunsch. Also, nein. Ich nicht. Springbrunnen. Das ist ein riesen Weihnachtsbaum. Wow! Das ist beeindruckend. Das streckt sich so weit, das Auge reicht. Dulli, es berührt nicht einmal das da. Soweit das Auge reicht. Was? Meine Geschenke sind lieber so groß wie die unter diesem Baum, Onkel Patrick. Sie sind fast so groß wie du, Bass. Und? Also klein. Also Dulli, die müssen den hier seit Urzeiten im Geheimen züchten. Oder sie haben ihn durch die Deckenluke reingebracht. Die bestimmt klein ist. Züchten ihn seit Ewigkeiten. Geschenke. Gratisgeschenke. Unsere Arbeit hier ist erledigt. Nope, sie sind leer. Weiter geht's. Hat er echt probiert. Fernsbaum. Diese Dekorationen sind ziemlich beeindruckend, oder, Dule? Das ist nichts gegen den Baum, den ich schmücke, wenn ich heute Abend nach Hause komme. Warte. Es ist Weihnachten und du hast noch keinen Baum? Das macht man doch am 22. oder 23. Ich habe ja schon 7 Stück aufgestellt, aber bei dem für heute Abend ziehe ich alle Register. Ach, mehrere also. Springbrunnen, ohne Ende Springbrunnen. Ich habe noch nie ein Sitzwaschbecken mit so viel Power gesehen. Eieiei, was? Dulli meine ich. Aber nur Geschenke, oder? Wir haben einen Weihnachtsbaum, hier können wir auch nicht Topf auswählen, nein. Santa. So. Grotte des Weihnachtsmanns. Das ist alles, was ich mir erhofft habe und mehr. Gehen wir! Warum verschwenden wir so viel Zeit und rumstehen? Da drin ist Santa, der geklaust werden will. Oh yeah. Detective, nicht ablecken. Warum sollte ich daran lecken? Naja, es sieht aus wie Lebkuchen. Ja, aber nur weil es wie Lebkuchen aussieht, bedeutet nicht, dass es... Du hast dann geleckt, oder? Es sieht halt aus wie Lebkuchen. Glücklicher Elf. Willkommen in der Grotte des Weihnachtsmannis, wo alle eure Wünsche in Erfüllung gehen. Hoffentlich bald Feierabend. Okay, interessanter Elf. Wollen wir erst zur Spielhalle gehen? Komm, wir gehen erstmal zur Spielhalle. Da geht es nicht zur Grotte vom Weihnachtsmann. Na gut, dann gehen wir halt zur Grotte. Ho, 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 fröhliche Weihnachten alle miteinander. Die lustige rote Essensmarke. Schau sich mal einer diesen feine Trio Jungs an. Ich hoffe, ihr wart das ganze Jahr über brav. Gut, wir waren fantastisch. Wir verdienen dieses Jahr Berge voller Süßigkeiten in unseren Strümpfen. So wie es sich für Stadtretter gehört, lieber Weihnachtsmann. Ein Stadtretter? Was? Dann musst du der Detective McKing sein. Ich albere nur herum. Ich weiß doch, dass du Francis bist. Ich bin der Weihnachtsmann, ich sehe alles. War nur Spaß. Leute, der Weihnachtsmann hat einen engen Terminplan. Stellt euch an und wartet, bis ihr dran seid, ja?
Okay, Bass, du hast den glücklichen Elfen gehört. Stell dich in die Schlange und wir besorgen in der Zwischenzeit Geschenke für dich und deine Mom. Ist es okay, ihn hier einfach allein zu lassen? Detective, das hier ist Twin Lakes, zur Weihnachtszeit. Was könnte hier jemals schiefgehen? Okay, wir lassen ihn trotzdem hier. Onkel des Jahres, hier. Ja, wie, wer ja, wo? Vielleicht kriege ich mal irgendwelche Tipps, weil ich glaube, dass ich sie brauche. Okay, Bass. Leute, geht raus hier. Das ist mir vor Vater Kapitalismus peinlich. Ich bin einmal begegnet, weißt du, als ich noch klein war, Weihnachten, 47. Was? Ja, war vor Gericht und mein Vater, ein Schmalspuranwalt, Dulé, ich werde dich jetzt hier unterbrechen. Dein Vater war ein Geschichtsprofessor an einer kleinen Uni. Du erzählst gerade die Geschichte von das Wunder von der 34. Straße. Ach so, ich hätte es erklärt, warum ich mich an Altersmoor in Schwarz-Weiß erinnere. Hibbeliges Kind. Karl, ich hoffe, meine Hände tauen auf, bevor ich den Weihnachtsmann treffe. Ich hasse es aus Versehen, meine Geschenke fallen zu lassen. Oder schlimmer, einen schwachen Händedruck geben. Man hinterlässt nur einmal einen ersten Eindruck. Ja, ja, von deinem Vater gelernt bestimmt. Dumpfohrkind. Du bist der Nächste, Kleiner. Was? Ich sagte, du bist der Nächste. Okay, Mister, sag mir einfach, wenn ich dran bin. Ich kann es kaum erwarten. Bilde deine ordentliche Reihe, Kinder. Und, große Kinder. Ich hasse mein Leben. So, ein Haufen Herzgeschenke. Hey, Detective, wenn wir dich hier konfiszieren, hätten wir unseren Einkauf in der gleichen Zeit beendet, die es dauert, Bericht J37 auszufüllen. So sehr ich in Versuchung geraten könnte, ich glaube nicht, dass deine Schwester in einem Haufen schlecht gemachter Kinderspielzeug rumwühlen will. Hey, dafür habe ich Stunden gebraucht. Okay. Thron des Weihnachtsmanns. Das ist ein schicker Sessel. Tassenhalter, Sitzheizung, Massagefunktion. Er hat alle Features. Muss er auch, für den Fall, dass er, du weißt schon, sein Geschäft erledigt. Weihnachtsmann. Ho, ho, ho. Fröhliche Weihnachten alle miteinander. Was für ein tolles Gespann ihr zwei doch seid, oder? Tag ein und Tag aus. Immer damit beschäftigt, die Stadt zu retten. Warte, woher weißt du davon? Ich sag nur, Zwinker. Ich hasse es, wenn Leute Zwinker sagen. Du kannst den schlechten Auflösungen die Schuld geben. Dann ist es doch Tam, oder? Nee, Quatsch. Wang. Wang hat Zwinker gemacht. Genau. Okay, wir können also rausgehen. Können wir mal reden? So, Spielhalle. Was haben wir denn hier? Ich habe eine Menge Zeit hier verbracht, als ich jünger war. Letztes Wochenende war ich noch jünger, außerdem wachse ich immer noch. Feueralarm. Warum sollte jemand ein Feuer alarmieren wollen? Diese Dinger sind gefährlich, wenn man ihnen Angst einjagt. Mülleimer. Müssen wir wirklich jeden Mülleimer durchsuchen, den wir finden? Ja, vielleicht ist was Schönes drin. Schönes Muster, schöne Bordüre. Achso, haben wir Dulli gefragt, Entschuldigung. Das Kind liebt die Spielhallen. Okay, ich liebe sie immer noch. Können wir reingehen? Können wir? Können wir? Können wir? Entschuldigung, ich vergesse mal Dulli. Nein. Die Spielhalle ist der schönste Platz auf der ganzen Erde. Face Invaders. Baby Jesus. Achso, müssen wir es gewinnen? Wisst ihr eigentlich, warum... Oh. Das lässt sich auch ein bisschen beschott... Ist er mit... Ah, Pfeiltasten ist auch steuerbar. Wisst ihr eigentlich, warum... das Invaders früher die Funktion hatte, dass es immer schneller wurde, je mehr von den Viechern tot sind? Das Interessante ist, das ist kein Feature gewesen, sondern es war einfach die Begrenzung der Rechenleistung. Dadurch konnten die nur langsamer agieren und je mehr von denen weg waren, desto schneller konnten die werden. Und deswegen kam es dazu eben, dass dieses Feature entstand, dass einfach die Viecher immer schneller wurden, die restlichen, wenn die davor alle abgeschossen wurden. Übrigens, das ist sehr nah dran an Original. Auch wenn die Halloween-Geister ein bisschen seltsam sind, aber Totenköpfe... Also ich meine, oben die Reihen und unten die schützenden Türme.
oder was auch immer das ist. Hier sind es bei uns Kirschen, ja. Face Invaders hat bestimmt der Facher gemacht. Oh. Was habe ich denn eigentlich? Ich habe ein Kreuz, oder? Ist das ein Facher? So, es müsste reichen. Können wir aufhören? Ich meine, wir spielen alles einmal. Zombie Munch. Ach, Pac-Man. Ach so, das sind Menschen dann. Wie lange hielt die Pille? Automatskind haben wir Achievement gekriegt. Die Geister haben übrigens im Original alle auch eine gewisse Rotation besessen. Also es gab welche, die immer zum Spieler hin sind, manche haben sich nach rechts gedreht. Einer ist zufällig gelaufen, das ist eigentlich auch interessant, dass die da sowas schon involviert hatten. Ach so, ah stimmt, das war ja übergangsmäßig, ja. So, ich weiß nicht, ob es hier irgendein Ziel gibt. Ich meine, ich mache jetzt mal die ganzen Spiele. Ich weiß nicht, ob es da irgendein Ziel gibt. Ich spiele jedes Spiel einmal oder irgendwas. Ups. Mist, ich wollte es mitnehmen, aber nehme ich als letztes halt. Okay, ist gut, ich bin deutlich schneller als die. So, da hole ich mir das erstes Mal. Müsste dann der neue eigentlich nicht auch automatisch essbar sein? Ich hole ja eigentlich sonst die Früchte. Das natürlich ist gerade extrem blöd. So, dann habe ich alle. Okay. Emily. Ach, Emily, stimmt, der fehlt ja vor uns. Hey, Detective. Hey, Blutalpha. Emily, was tust du hier? Papa hat mich und meinen Babybruder mitgenommen, um den Weihnachtsmann zu sehen. Aber der Weihnachtsmann ist lahm, also versuchen wir Spielzeuge aus der Greifmaschine zu klauen. Aufgeregt wegen Weihnachten? Uff, ich hasse Weihnachten. Geht das bei seiner Familie, das Wetter ist scheiße und wir müssen mit Papa rumziehen, um Zeug für unser den Weihnachtsbaum zu klauen. Schrottigste Zeit des Jahres. Okay, was ist mit dem Weihnachtsmann? Du freust dich doch sicher schon auf seinen Besuch. Der Weihnachtsmann ist eine Lüge, Detective. Manchmal mache ich mir ernsthaft Sorgen um deine Ermittlungsfähigkeiten. Wenn du besser wärst und keine Spielhallen ausräumen würdest, vielleicht würde er dich dann besuchen. Ich verstehe nicht, wie die zwei Sachen zusammenhängen. Hast du dir was Schönes vom Weihnachtsmann gewünscht? Dieser Dummkopf schreibt mir nicht, also schreibe ich ihm auch nicht. Außerdem ist das nicht ein bisschen weit hergeholt, um die ganze Welt fliegen und Kinder Geschenke geben? Was für ein Verbrechen der Vergangenheit versucht, blutrote Hose zu vertuschen. Okay, bis später, Jungs. Greifautomat. Warum ist da ein Kind drin? Pete. Ich muss wohl reingekrochen sein. Moment, hier ist... Ach so, er muss wohl. Der muss wohl reingekrochen sein, als ich gerade nicht hingeschaut habe. Klein Jimmy, aber Dada, du hast mir gesagt, ich soll da reingehen und dir die schönsten Sachen rausgeben. Klappe. Kinder, was? Sagen die verrücktesten Dinge. Kann ich was machen? Soll ich mit dir reden? Nee, ich kann. Komm, keine Aufgabe mit rausholen. Hey, Freundchen, keine Zeit. Siehst du nicht, dass ich gerade am Klar. Oh, hallo, Auspasser. So, was haben wir hier noch? Kaputter Spielautomat. Der ist außer Betrieb. Oh, Rampaging Monkey ist mein Lieblingsspiel hier. Rampaging Monkey. Ist das das mit den Fässern? Irgendwie Donkey Kong-artig? Okay, wir haben Spielhalle besucht. Wir gehen mal mit der Rolltreppe nach. Was war das? Bildschirmgewackel. Wir sollten besser nachsehen, ob was in Ordnung ist. 11? Was war das? Nicht sicher, aber wir sind am Fall dran. Was zur... Was ist hier los? Krampus, offensichtlich. Weihnachten kommt jedes Jahr, doch diesmal ist der Krampus da. Und hab ich gelegentlich mal einen Tee, so werde ich doch bauen mir meine Armee. Ich habe die Schufte in Gnome getauscht, zum Spuken heimgeschickt und Unfug eingehaucht. was, Gnome? Was? Ich spielen gehen und Sachen kaputt machen. Was? Wo ist Bass hingegangen? Wir finden ihn lieber.
Klumpwächter. Bleib weg vom großen Bossmann. Er mag keine Kinder. Was? Du siehst schon. Durch seine Verkleidung. Du musst dich nicht anlügen. Kluger Mann. Weißt du was? Zau ab. Okay, Krampus. Verfluchte Weihnachten. Verfluchtes Weihnachten. Ihr Schattengestalten. Stürmt den Platz und vernichtet diese Narren. Dudi? Junge. Wie Bass sich heute vielleicht aufführt? Klonkind. Hey, hör auf, uns mit Zeug zu bewerfen. Wenn du gehst zum Weihnachtsmann, schmeiß ich einen Stein. Dann bist du dran. Misst Steine nicht echt. Ich esse eure Zähne als Weihnachtsessen. Okay, jetzt sind überall die Gnome. Auch eine Spielhalle? Nö. Okay, Agnes ist da. Nicht von angetan irgendwie. Da, Gnomkind. Verneigt euch vor Krampus, dem König des Weihnachtschaos. Gehen wir mit der Rolltreppe hoch.